Bei einem massiven russischen Drohnenangriff auf Kiew ist in der Nacht mindestens ein Mensch getötet worden. Rettungskräfte hätten 3 Verletzte und 20 weitere Menschen aus einem Gebäude im Süden der Hauptstadt geborgen, in dem durch herabfallende Trümmerteile ein Feuer ausgebrochen sei, teilt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Demnach könnten noch weitere Menschen unter den Trümmern sein. Nach Angaben der Militärverwaltung von Kiew erfolgte der nächtliche Angriff mit Drohnen. In der ukrainischen Hauptstadt ertönte Bombenalarm, wie auch in mehreren anderen Regionen des Landes. Nach zahlreichen nächtlichen Luftangriffen hatte Russland Kiew am Montag auch tagsüber mit Raketen angegriffen, woraufhin die Bewohner in die Schutzräume und die Metro flohen. Derweil wurde offenbar auch die russische Hauptstadt Moskau Ziel eines Drohnenangriffs. Dabei entstand laut den Behörden aber nur geringer Sachschaden an mehreren Gebäuden.